Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen in der Gedok-Galerie in der Suarezstraße und möchte mit Ihnen einen Rundgang durch unsere neue Ausstellung Großformatige Papierarbeiten machen. Diese Ausstellung können Sie im Original sehen in der Zeit vom 23. April bis zum 16. Mai. Noch, wer weiß wie lange, ist die Galerie geöffnet, mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Diese Ausstellung Großformatige Papierarbeiten ist eine Ausstellung der Labs, der Laboratorien, in denen die Künstlerinnen die Ausstellung selbst initiieren und organisieren mit allem, was dazugehört. Ja, Großformatige Papierarbeiten, der Titel dieser Ausstellung. Vielleicht ein paar Worte dazu. In der Geschichte der Kunst galten Arbeiten auf Papier lange Zeit als wenig bedeutend, da kleinformatig und motivisch begrenzt. Die Zeichnung als eigene Kunstform hat im 20. Jahrhundert eine Blüte erlebt, die nicht zuletzt auch auf Joseph Beuys zurückging. Das wird erwähnt, weil der Titel unseres Jahresprogramms die soziale Plastik 2021. Diese Lab-Ausstellung möchte Papierarbeiten präsentieren, die großformatig, vielgestaltig, vielschichtig und aussagekräftig sind und einen eigenen Werkanspruch behaupten. Das Wort Großformat soll im Verhältnis zur Präsentation zum Objekt gesehen und verstanden werden. So muss also ein Großformat nicht gleich großformatig sein. So könnte es Fläche sein für Projektion, Farbe, Experiment, Gedanken und Gedankenloses, für Improvisation, Reales, Zukünftiges, Vergangenes und auch für Träume. Papierobjekte, luftig, schwebend, hängend und bodenständig, erobern den Raum und diese Ausstellung. Ja, die Organisation dieser Ausstellung habe ich mit meiner Kollegin Pia Fischer organisiert. Ich bin Marion Luise Buchmann und möchte Sie jetzt gerne durch diese Ausstellung führen. Ja, Grit Klaassen, die ist bildende Künstlerin in der Gedok Berlin mit ihrer Arbeit Feminare aus dem Jahre 2021. Tusche auf Papier in der Größe 1,20 x 90. Und Grit Klaassen sagt zu ihrer Arbeit oder zu dieser Arbeit: Die Zeichnung, oft als Tuschearbeit, bildet eine Konstante, einen inneren Kern innerhalb meines Werkes. Sie bietet mir unter anderem die Möglichkeit, meine Themen als pseudowissenschaftliches Bildlexikon zu erfassen. Ich arbeite in verschiedenen Werkgruppen, die nicht strikt voneinander getrennt sind. Das Werk scheint das Nächste im Ansatz bereits in sich zu tragen oder den Gedanken. Die Zeichnung Feminare ist die erste Arbeit einer Serie, die in einem parallel verlaufenden Werkstrang überführt wird. Die nächsten zwei Werke sind von der bildenden Künstlerin Katrin Grote-Baker. Öl, Graphit auf Papier, beide Werke ohne Titel und sind auch beide aus dem Jahre 2013. Kleinere Maße 76 x 56. Sie sagt zu ihren Arbeiten, sie zeigen die fast monochromen Gemälde in ihrem dichteren und helleren Farbauftrag, in denen der absichtlich minimal gehaltene grafische Anteil durch den Bezug auf die Linie des Horizonts, auf der sich einige Volumina weit entfernte Städte erheben, auf eine Erweiterung von Raum und Zeit anspielt. Die Idee der Linie als Verlauf, Weg und daher Leben, die von Klee stammt, verbindet sich hier mit der Vorstellung von unbekannten Welten und dem Thema der Reise.
Die Künstlerin direkt daneben ist Chris Virchow. Sie ist hier vertreten mit zwei Sepia-Zeichnungen auf Büttenpapier, auch Entstehungsjahr beide 2017. Die Maße 62 mal 4 Meter hoch. Chris sagt, die gezeigten Arbeiten beziehen sich auf unser heutiges unzureichendes Verständnis unserer eigenen Natur, unserer Psyche. Sind wir noch bereit, den Dingen auf den Grund zu gehen und uns selbst zu hinterfragen? Von der künstlerischen Grafik herkommend sind hier zwei Zeichnungen zu sehen. Diese Arbeiten sind für eine Ausstellung über Luther entstanden. Luther war seiner Zeit voraus und hat die Welt und ihre Erscheinungen hinterfragt, wie kaum ein anderer. Die Zeichnung in diesem Raum, betitelt Auf dem Grund, und hier die Sepia-Zeichnung im zweiten Raum, betitelt Kollum. Ja, direkt daneben haben wir die Arbeit von Burkhild Eichheim. 11 verpasste Kulturveranstaltungen ist der Titel. Das Entstehungsjahr 2018, 2019, eine Collage. Burkhild Eichheim sagt zu ihrer Arbeit: Ich besuchte im Martin-Gropius-Bau die Ausstellung zu Nord- und Südkorea mit Arbeiten von Lee Bull. Am Boden lag ein Stapel Infopapier zum Mitnehmen. Ich erwischte ein englischsprachiges Exemplar, was ich erst später bemerkte. Ich habe bisher schwierige politische Lagen nicht über die gängigen Medien, eher durch die Transformation der Künstlerinnen begriffen. So beschloss ich mit meinen Mitteln, der Collage, auf der leeren Rückseite eine Aussage zu Berlin zu machen, die nicht so hochdramatisch ist wie Korea. Da in der Ausschreibung, die das Papierformat freigibt für Gedanke und Gedankenloses, für Reales und Vergangenes, ja sogar Träume, nehme ich gern diese realistischen Begriffe in die Gesinnung meiner Arbeit auf. Direkt gegenüber haben wir das Werk von Linda Scheckel, ohne Titel. Entstehungsjahr von 2001 bis 2021, Mischtechnik auf Papier. Sie hat mir gesagt, sie hat immer wieder übermalt, neue Gedanken dazugefügt, nochmal wieder korrigiert, nochmal übermalt und deshalb dieser lange Zeitraum, also 2001 bis 2021. Die Maße sind 1,50 mal 1,27 Meter. Und Linda Scheckel sagt zu ihrem Werk oder zu ihrer Arbeit: Mein Ausgangspunkt in der bildnerischen Arbeit ist immer ein spontaner Impuls. Dieser ergreift und trägt mich, bevor der ordnende Gedanke kommt, Einwände erheben kann. Ein Geruch, eine Bewegung, ein Fragment visueller, akustischer oder anderer Art. Ich will diesem subjektiv wahrgenommenen Teilstück der Welt stattgeben und mich, bevor die Wenns und Aber kommen, selbst überlisten. Diese Bodeninstallation ist ein Werk von Gertraude Pohl mit dem Titel Offenbar. Ein Work in Progress seit 2007,
Installation mit Papierobjekten, geschöpftes Papier geformt. Hier zu sehen 13 Teile. Jedes Einzelobjekt hat die Maße 32 mal 24 mal 13. Gertraude Pohl sagt zu ihrer Arbeit, zu ihrem Papierobjekt: In der Anmutung zwischen Baustein und Gefäß entwickeln die Objekte ihr Eigenleben. Sie sind kantig und dünnhäutig, hell und dunkel. Sie formieren sich spielerisch zu unregelmäßigen Gruppen oder in geometrischer Ordnung. Sie sind offen und aufnahmebereit für Denkbares und Ungewisses, subtil in ihrer papierenen Fragilität. Hier das Werk von Ulrike von Gültlingen mit dem Titel No Magic 3. Das Entstehungsjahr ist 2017 und die Technik Bleistift auf Papier in den Maßen 77 mal 55,5. Ulrike von Gültlingen sagt: In den Zeichnungen bewegt sich der Betrachter oft durch einen unbestimmten Stadtraum. Ein Streifzug, bei welchem Orte ohne vordergründige Bedeutung Aufmerksamkeit erhalten. Als nächstes haben wir hier die zwei Werke von Ute Fauk-Ogawa, zwei Papercut, Entstehungsjahr beide 2018, in den Maßen 57 mal 66 oder 60 mal 64. Ute Fauk-Ogawa sagt zu ihren Arbeiten: Schwarze Zeichnungen auf weißem Grund, die Räume zwischen den Linien herausgeschnitten. Es entsteht ein Wechselspiel von Schatten und Licht, das die dargestellten Formen plastischer erscheinen lässt. Die Themen elementar menschlich, die Darstellung derselben mit leicht karikaturistischem Knipsauge. Chimären aus Fabeln entsprungen. Links Time Fleece, ein Memento Mori. Und rechts, Phönix, die Illusion der Möglichkeit, sich aus Krisen neu geboren aufzuschwingen. Hier haben wir das Video von Jesús López Vidal, eine Papieranimation. Und dieses Projekt mit dem Titel In einem Sommer ist ein Teil ihrer Arbeit. Wir haben hier in dieser Ausstellung nur, beziehungsweise nur in Anführungsstrichen, das Video. Sie schreibt: Alles begann mit einem Fotoarchiv aus Pressefotos von Menschen auf der Flucht, das ich im Laufe mehrerer Jahre erstellt habe. Das Foto hier ist einer meiner Favoriten, entstanden im Sommer 2015. Als ich es zum ersten Mal auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sah, musste ich an die Zeit der Renaissance denken. Verkündigung, Zusammenbruch, dramatische Himmel, Rettung. Das Originalfoto wurde von seinem Fotografen nicht digital nachgearbeitet. Ich dachte darüber nach, wie wenig wir Menschen uns seither entwickelt haben, dass wir solche Szenen in jenem Sommer 2015 jeden Tag in den Nachrichten sahen. Ja, aus diesem Pressefoto hat Jesús López Vidal dieses Video, eine Papieranimation, draus gemacht.
das Video, Tanzkunstvideo von Marion-Luise Buchmann. Ich schreibe dazu, es war einmal eine Papierarbeit. Mit aufgeblätterten Erinnerungen an ein anderes Leben. Ein Leben auf der Bühne. Ein Leben als, ja, vielleicht Tänzerin, Choreografin, Darstellerin. Äußere Einwirkungen ermöglichen das Abschiednehmen, das Loslassen, um Neues zu erarbeiten. Man kann es aber auch anders sehen. Was wird aus der Kunst, wenn sie den Flammen oder etwas anderem zum Opfer fällt? Was bleibt? Gibt es Hoffnung auf ein Überleben der Kunst? Das Video entstand 2021, die Aufnahme mit der Papierrolle. Die Projektionen auf der Fläche sind von 2007, einem Tanztheaterstück, das hier in Berlin aufgeführt wurde. Die Szenen mit dem Klavier, das ist ein Video und wurde ebenfalls 2007 hier in Berlin aufgeführt. Gehen wir zu dem kleinen Objekt, was daneben steht, mit dem Titel Gerettet. Dieses kleine Objekt hält in der Hand aus dem Video in der Papierrolle ein Stückchen Papier, auf dem draufsteht Kunst. Und da ich ein positiver Mensch bin, denke ich mal, dass die Kunst überlebt. Hier haben wir die zwei Werke von Christine Sophie Blöß. Notationen, Zeichen ohne Schrift, links weiß und rechts schwarz. Beide das Entstehungsjahr 2011, Acryl-Lackfarbe auf Himalaya-Papier. Die Maße 105 x 77 cm. Christine Sophie Blöß sagt zu ihren Arbeiten: Notation, Zeichen ohne Schrift. Papier als Schriftträger ist im ostasiatischen Raum um 100 nach Christi entstanden. Die Technik der Papierherstellung verbreitete sich von hier aus in immer wieder abgewandelter Form bis nach Europa. Und das Papier als Bewahrer schriftlicher Zeugnisse war bald nicht mehr wegzudenken. In unserer heutigen digital geprägten Welt sieht dies allerdings ganz anders aus. Gerade deshalb hat mich das Thema Papierarbeiten im wörtlichen Sinne als ein Arbeiten auf Papier gereizt. Denn für mich als abstrakte Künstlerin ist der ästhetische Reiz einer Schreibarbeit am Laptop gleich null. Ganz anders geht es mir bei der Betrachtung von alten und fremdartigen Schriftzeichen. Besonders dann, wenn sie auch handschriftlich fixiert wurden. Angeregt durch einen Aufenthalt in Korea habe ich die dortige Schriftkultur kennengelernt, die hier auf Papier seit dem 2. Jahrhundert nach Christi zu finden ist. Besonders die kalligraphische Notierung lyrischer Ausdrucksformen hat mich dabei fasziniert. Um die ästhetische Wirkung aufzuspüren, die dieser Notation zu eigen ist, habe ich mich in der Technik der traditionellen Kalligraphie geübt, indem ich das Gedicht einer koreanischen Lyrikerin aus dem 16. Jahrhundert abgeschrieben habe. Erst dadurch hat sich mir der strukturelle Zusammenhang und der musikalische Rhythmus dieser Schriftsprache eingeprägt. Als nächstes kommen wir zu dem Werk von Paola Telesca aus der Serie Collection Shadows, die Nummer 23. Das Entstehungsjahr ist 2017. Die Technik Drawing Print Spatula. Paola sagt zu ihrer Arbeitsweise: ein innerer Kampf, eine Dualität, die schwarze und weiße Polarisation von Emotionen und Gefühlen, welche in einem konstanten Strom nach Balance strebt. Auf der Suche nach einer Balance, die kommt und geht. Wo auch immer eine Balance etabliert ist, aber nie auf lange Sicht existiert. Ich möchte diesen Bildern näher kommen
und in ihrer Flüchtigkeit einfangen. Ja, direkt daneben Verankerung von der bildenden Künstlerin Karin Dammers. Das Entstehungsjahr ist 2015. Zeichnung mit Acrylfarbe, Bunt und Bleistift, Faden. Karin Dammers sagt zu ihren Papierarbeiten: In meinen Papierarbeiten geht es um Bewegung und Zustände, die unmittelbar durch Farbeigenschaften wie zum Beispiel Pastös in feinen Bleistiftlinien oder Wollfäden zum Ausdruck kommen. Meine Zeichnungen geben in Momentaufnahmen ein flüchtiges Körpergefühl wieder. Dabei entwickelt sich eine eigenständige Formensprache. Das Flüchtige nimmt nur das Wesentliche auf und reduziert bis hin zu Chiffren, indem komplexe Bedeutungen von äußerem Bildraum und bewegter Emotion sich verdichten. Die nächste Künstlerin ist die bildende Künstlerin Friederike Krusche. Der Titel ihres Werkes ist Schnittstelle 2. Das Entstehungsjahr 2020, die Technik eine Collage Monotopie auf Seidenpapier auf Leinwand. Friederike Krusche sagt zu ihrer Arbeit: Meine Bilder sind farbige Kompositionen, gebaut aus Kurven, Dreiecken, Rechtecken, Quadraten und Kreisen, übereinander getürmt mit der Freude am Experimentieren. Welche Farben ergeben welche Klänge? Was kann sich nebeneinander behaupten? Wo entsteht Harmonie und wo Dissonanz? Ich arbeite meine eigene Bildwelt auf, laut und leise, kontrastreich und Ton in Ton, kräftig und zart. Spiralen und Kürzel, abstrakte Figuren sowie geometrische und florale Ornamente füge ich in den Bildern zu einem Kosmos einer eigenen Formenwelt zusammen. Hier auf dem Podest und im Schaufenster haben wir die Arbeiten von Annette Rischer-Sparling. Sie gehört zur Sparte der angewandten Kunst. Ihre Arbeiten Uran 1 und 2, Entstehungsjahr 2021, aus Pappmaché, Wachs, Pigment. Zu ihren Arbeiten sagt sie: Die dreidimensionalen Papierarbeiten Uran 1 und 2 sind eine Reminiszenz auf den Roman Die Pest von Albert Camus, dessen fiktives Geschehen in der westalgerischen Hafenstadt Oran angesiedelt ist. Sicherlich ist die weltweite Pandemie nicht mit der Pest vergleichbar, in vieler Hinsicht aber die gesellschaftlichen Reaktionen darauf zeigen sich in Parallelen. Mich beschäftigt in diesem Zusammenhang besonders das Thema Schutz durch Isolation. Welche Auswirkungen hat die jetzige Situation möglicherweise mit Blick auf unsere aller Zukunft? Was können wir aus den letzten Monaten in Bezug auf unser Gemeinwesen lernen? Meine beiden Bilder entstanden aus einer Schutzverpackung, die mich an den Abguss einer mittelalterlichen Stadt erinnerte, die ich mit flüssigem Wachs überzogen habe. Während Wachs schützt, heilt und konserviert, stellt sich mir die Frage, was schützt, heilt und bewahrt uns in Zukunft? Ja, und hier haben wir die Arbeiten von Kama Jakowska, betitelt Landscape 1 bis 4 aus der Serie Hidden Landscapes. Das Entstehungsjahr dieser Objekte ist 2018 und Kama Jakowska hat eigene Technik, Objekte von Styropor gepackt in Unikaten Siebdrucken,
die an verschiedenen japanischen, chinesischen, alten Teebeuteln und anderen Papieren gedruckt sind. Kama Jakowska sagt zu ihren Arbeiten: Meine Siebdrucke entstehen auf unterschiedlichem Papier, chinesischem, japanischem, aber auch wiederverwertetem, zum Beispiel Teebeutel. Auf jedem Papier werden mehrere Druckschichten aufgetragen. Jede Schicht ist ein separates Bild. Die Schichten greifen ineinander und verbinden sich in ein mehrschichtiges Gemälde. Aus hunderten bedruckten Papieren wähle ich Fragmente aus, die dann in eine größere Komposition zusammengefügt werden. Manchmal trage ich noch zusätzliche Druckschichten auf sie auf. Auf diese Art und Weise bekomme ich ein Papier, das ich als Verpackung für dreidimensionale Formen benutze. Diese Formen setzen sich oft aus mehreren räumlich herausgearbeiteten Elementen zusammen. Mit diesem Rundblick verabschiede ich mich bei Ihnen aus der Ausstellung Großformatige Papierarbeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, ich werde Sie sehen, vielleicht noch in dieser Ausstellung. Und wenn Sie es jetzt nicht mehr schaffen, dann vielleicht in einer der folgenden Ausstellungen. Tschüss!